Willkommen zurück zu Stronghold Legends. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Playendes Kaninchen. Und kaum lade ich diese Mission schon, werde ich direkt auch zugebrüllt, dass wir angegriffen werden. Denn unsere Festung hat einiges auszuhalten. Ständige Angriffe von hier unten, von dem feindlichen Lord, der uns hier ständig Bösewichte entgegenschickt. Und wir sind jetzt gerade dabei, hier das irgendwie aufzubauen und zu verteidigen. Und ich habe einige Tipps und Hinweise bekommen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich werde auch versuchen, alle Tipps irgendwie zu berücksichtigen und zu nutzen. Aber ihr wisst, wie ich bin, ihr kennt mich. Ich vergesse die Hälfte unterwegs und schaffe es nicht mehr, das zu... Ich werde im richtigen Moment oder im wichtigen Moment nicht dran denken. Zum Beispiel war ein sehr, sehr interessanter Tipp, der euch vielleicht auch interessieren könnte, wenn ihr das selbst spielt. Ihr startet ja teilweise mit diesen Eisjungfern und die könnt ihr angeblich... Ich kann ja mal kurz eine produzieren, um das zu probieren. Mein Herz ist rein. Wenn ich die auflöse, kriege ich dafür... Weinen. Genau, sehr, sehr schön. Kriege ich dafür automatisch einen Bauern. Wenn ich eine normale Einheit auflöse, beziehungsweise dann kann ich damit am Anfang, wenn ich eh noch nicht so viel angegriffen werde, mir schnell ein paar extra Bauern beschaffen. Und das ist natürlich sehr, sehr nützlich, gerade am Anfang. Waffen benötigt, Shire. Wenn man noch warten muss, bis endlich mal irgendwie sich die Truppen, die Bauern zusammengesetzt haben. Kommst du da hoch? Sieht nicht so aus irgendwie. Bogenschützen in Bewegung. Wird jedenfalls nicht angezeigt gerade. Hallo? Die Männer sind guter Dinge. Passen. Nö. Hallo? Euer Zeichen, Sire. Bogenschützen unterwegs. Was hindert euch denn da hochzulaufen, hm? Bogenschützen, bereit machen. Augen auf, Männer. Rauf auf die Welle! Nach da kommst du? Ziehen los. Und das war's? Gut. Wieso kommt ihr nicht auf den Wall? Ungeduldig. Was ist euer Problem denn mit dem Wall, hä? Und jetzt da hoch? Wir sind eure Leute. Ja, jetzt, komisch. Auf die Plätze, die Männer. Leiter da, die Treppe ist scheinbar nicht gerade beliebt, deswegen packen wir sie einfach mal weg. So. Können wir jetzt nämlich hier schon mal langsam anfangen, die Verteidigung zu verbessern. Auch wenn es immer noch so eine größere Frage ist, inwieweit wir das schaffen, da irgendwie die Verteidigung zu nutzen. Wir haben ja immer noch die Unmengen an Hexen, die hier oben stehen und schießen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Und die helfen uns natürlich schon sehr stark. Gegen die ganzen... Da oben, da hier, brauchst du gar nicht weiterlaufen. Da hier. Jetzt laufen die hoch und übernehmen die direkt, oder was? Ja, war ja klar. War ja so klar. Oh mein Gott. Komm, stell dich da oben Bogenschützen hin, schon werden sie übernommen, oder was? Beginnt ja super die Folge. Die machen da das Teil kaputt. Ah, ist ein Traum. Ah, schön. Hier, greif mal. Jetzt kommen auch noch die Fliegenden, die hier per Selbstmordattentat ankommen. Oh mein Gott. Unsere Schwerter sind die Rügen. Wieder marschieren wir. Sire, befehligt uns. Mit den Winden. Ah ja, windet mal hier rüber. Zu den Sternen. Was? Was? Okay, du bist halt tot, Alter. Krass, haben die mir die Truppen, also die sind schon echt heftig. Ich glaube, ich brauche da auch eher keine Bogenschützen, sondern viele... Oh, warte mal, ich kann hier Schwertkämpfer ausbilden. Die können wir mit nach hier oben gehen. So, kann ich denn Ausrüstung? Ja, sehr gut. Dann kriege ich Geld? Ich krieg ordentlich Knete. Dann kann ich ja hier lieber Armbrustschützen kaufen. Waffen benötigt, Shire. Schnell! Die sind vielleicht gegen die ganzen gepanzerten Einheiten etwas besser dran. Und ich werde auch hier einfach mal... Warte, wo kann ich denn... Ich will nämlich gerne hier nach vorne auch einen Verteidigungspunkt setzen, dass die hier sofort die... Muss mal gucken, wo ich das hinsetze. Die Truppen angreifen, die hier direkt
sich hinplatzieren, wenn sie ein Belagerungscamp hier aufschlagen. Das wäre das eine. Und dann können wir vielleicht... Ich hätte halt immer noch gerne irgendwie... So. So, das wäre dieses. Stellen wir da jetzt auch noch 10 davon drauf. Na, wo war's da? Und zwar hiervon. Waffen benötigt, Shire. Für die Ehre! Kann ich denn... Nein, ich kann keine... Feuer... wie heißen sie? Kohlepfannen hinstellen, um noch ein bisschen Feuerschaden zu machen. Jedenfalls sehe ich gerade keine, aber wir können ja vielleicht hier schon mal anfangen, ein paar Eisspiegel hinzusetzen, um hier ein bisschen abzufangen. So. Dann wollen wir ein Belagerungscamp bauen? Dann können wir vielleicht... ja, warte mal, ich will mal kurz gucken. Ich stelle mal ein Belagerungscamp auf. Es droht Gefahr, mein Lord. Ja, droge mal. Bald mit einer großen Armee. Und dann kann ich ja, wenn ich wieder Geld habe, mir ein Katapult kaufen und vielleicht auch eine Feuerballiste und die hier oben hinstellen, dass die ganze Zeit hier runterschießen. So, dann haben wir hier schon mal so eine konstante Abwehr gegen Belagerungscamp, die sich hier aufbauen wollen. Wie können wir dienen? Gehen es droht dort. Gefahr, mein Lord. Wir werden es bald mit einer großen Armee wir wieder Flieger. Bekommen. Unsere Truppen werden angegriffen. Ach, Scheibenkleister. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Das ist so ätzend. Die sind ätzend. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich dagegen vorgehen soll. Muss ich gestehen. Außer, dass ich hier halt immer wieder Truppen... Oh Gott, ich habe kein Geld. Ach so, ja. Weil die auch irgendwie... Ich meine, diese fliegende... Diese Flugabwehr... Wir werden angegriffen. Ist halt wirklich gut gegen... Ach du Schande! Die dunklen Streitkräfte greifen erneut an. Ach du Schande, ich brauche irgendwie einen eigenen Drachen. Wäre ganz geil, aber... Schwestern, kämpfen wir! Baumeister zu Diensten. Willst du? Braucht ihr etwas? Runterschießen? Hallo? Wie schieß doch mal. Wie weit kannst du denn... Hier kannst du nicht dahin schießen? Unsere Werkzeuge sind doch, bereit. Doch, geht doch. Okay, der Drache scheint weg zu sein. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Okay, die fangen das ab. Lasst es regnen. Unsere Pfeile werden. Die müssen das hier erstmal abfangen. Die ganzen Belagerungswaffen hier. Ah ja, passt erstmal. Hier haben wir das Belagerung. Hallo, könnt ihr mal. Werden wir nicht enden. Wir sehen sie. Lasst es regnen. In den Himmel. Okay. Was auch immer ihr da macht. Erwarte Befehle. Ist auch schon wieder alles weg. Ja, ganze... Alter, die... Gerade diese Flieger sind halt wirklich ein Problem. Die fischen mir ja alles weg. Diese Flieger sind ein echtes Problem. Stehen zur Verfügung. Rücken vor. Wer ruft uns? Wir fliegen. Da müssen wir uns mal noch was überlegen, wie wir die irgendwie wieder wegbekommen können. Die Schwestern sind bereit. Ihr könnt hier erstmal alles wegschießen. Hier wird jetzt mal... Armbrüste produziert primär.
Dann bauen unsere wir noch... Truppen ja, werden ja, angegriffen. Gerade nicht so geplant. Die Zeit. Welche Truppen werden denn gerade schon wieder angegriffen? Land. Was? Nur noch 21 von denen. Wie sieht's denn im Lager aus? Wo war denn mein Lager? Ach, hier. Ganz schön viele Steine. Das ist ganz gut. Dann würde ich sagen... Ach, ich kann ja... Stimmt, hier konnte ich ja kein weiteres Tor mehr hinbauen. Hier war ja so ein Problem. Aber hier. Hier kann ich noch. Da kommen sie schon wieder. Er wird angegriffen. Bin ich im falschen Film? Was ist das denn für eine... Böses dort unten? Was ist das denn für eine geile Einheit? Habt ihr das gesehen? Die hat einfach mal Einheiten hinkatapultiert. So, wir stellen die mal... wir bauen hier mal noch einen Wall auf. Ich weiß nicht, ob man da jetzt langkommt. Das ist mir jetzt aber auch gerade egal. Es gibt meinen Truppen, die wenigen, die ich noch habe, ein bisschen mehr Zeit. Ich möchte auch gerade nicht so viel kaufen, muss ich sagen. Wir haben ja einen Marktplatz. Warte mal hier. Nee, wo war mein... Ich hatte doch einen Markt. Ich bin mir sicher, ich hatte... Da ist ein Markt, genau. Automatisch verkaufen bis 100. So. Genau. Achso, ab 200. Na gut, so. Jetzt haben wir nämlich wieder ordentlich Knete. Waffen benötigt, Shire. Ich komme nicht groß drum rum, diese Einheiten zu bauen. Gebt ihr uns beide etwas zu tun. Schießt mal konstant nach hier, genau. Warte mal, warte mal. Anhalten. Und zwar immer schön im Wechsel. Dass da immer schön einer ist, der nicht wir schießt, beziehungsweise dass hier konstant ein Schuss ist. So. Dann als nächstes an diesen Wall. Nee, andere Richtung bitte. Andere Richtung. Hierhin, genau. Auch Eis. Spiegel. Kann ich hier... Nee. Das ist halt echt schwierig, dass ich die Explosionsviecher nicht irgendwie vernünftig abfangen kann. Das ist mein großes Problem, was ich momentan habe. Ah, schrecklich. Okay. Dann muss ich mir mal überlegen, dass ich hier irgendwie hier mal angreife. Ach du Schande, wie viele Truppen der hat. Hier mal angreife und ein bisschen Schaden anrichte bei dem Türmen hier. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Wird langsam... Da kommen nämlich schon wieder Truppen. Milo. So, warte mal, du schießt, glaube ich, nämlich nach... Ich schieß mal nach dort. So. Wie können wir dienen? Baumeister zu Diensten. Jetzt müssten alle schießen, wenn ich das richtig sehe. Nee, hier sind noch... Ist noch einer? Braucht ihr etwas? Du hast nichts zu tun, du schießt nicht. Man seht ihr, dass die Eisspiegel halten, die jetzt frieren die immer schön wieder ein, sodass meine ganzen Fernkämpfer darauf einprügeln können. So war jedenfalls mein Plan. Zur Not steht hier oben auch noch ein Schwertkämpfer. Der Himmel gehört Unsere Truppen werden angegriffen. Hä? Da oben, ne? Für alles, woran wir glauben. Ihr dürft weiter schießen. Na toll. Jetzt übernehmen die hier oben, oder was? Hallo, geh doch mal. Achso, du bist ja gar nicht dabei. Hier, ich Angriff. Euren Ruhm. Oh, na klasse.
Wir fliegen unserem Schicksal entgegen. Ja, flieg mal. Befehligt mich. Ätzend. Der Bogen wird angegriffen. Ja, das ist nicht gut. Ja, oh Gott, lauf doch mal nach oben da. Bleib doch mal. Guck mal. Auch ätzend, dass ich solche Truppen nicht selbst produzieren kann. Aber ich könnte einen Drachen produzieren. Soll ich mal einen Drachen produzieren? Oh, Leute. Greift doch einfach mal alle mit an. So viel hängt von uns ab. Wie? Oh, Borgherr, dann mach du mal. Wenn hier... die hier einfach sich weigern, vernünftig mitzumachen. Jetzt haben wir nämlich keine Truppen mehr. Ach, Schande. Was plagt euch? Ah, gerade ein bisschen die KI, muss ich sagen. Die plagt mich. Der Burgherr wird angegriffen. Und was denn? Ach, da steht auch noch einer. Na dann, hier, Angriff. Bisschen plagt mich gerade die KI. Nee, bleib doch mal hier. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn wir auch noch ein paar Waffen benötigt, Sire. Bogenschützen dabei haben. Los geht's. Wir kämpfen tapfer. Marsch! Rekruten benötigt, Sire. In Bewegung. Was sagt ihr, my lord? Wir werden angegriffen. Es kommt auch noch ein Drache dazu. Die dunklen Streitkräfte greifen erneut an. Die haben mein Haus kaputt gemacht. Die machen auch Gebäude kaputt? Das ist ja doof. Unsere Truppen werden angegriffen. Ich hab doch auch gerade einen Drachen beschworen. Wo ist denn meiner? Achso, ich hab einen Drachen. Ei, what the... Das passt da nicht hin, my lord. Ach du Schande. Das läuft gerade nicht gut. Wind im Haar. Folgt der Brise. Fliegt, meine Schwestern. Unsere Pfeile werden fallen. Hier werden wir nicht enden. Ja, genau die werden mir richtig Probleme machen, diese hier. Genau, das dachte ich mir nämlich, ist ja fantastisch, greift ihr mal da, das da. Der Feind hat seine Leitern an unsere Welle gelegt. Waffen benötigt, Sire. Ich habe keine Fernkämpfer. Gehen los. Weil mir alles weggefischt wurde. Die, guckt euch das an, diese Anti-Flugteile sind so nutzlos. Oh, jetzt haben sie es mal geschafft, einen abzufangen. Ach du Schande. Werdet ihr uns brauchen? Los, an den Wall! Bereit! Der Burgherr wird angegriffen. Jetzt katapultieren die ja halt die Truppen hier rüber. Ach du Schande. Waffen benötigt, Sire. Marsch! Oha, oha, oha. Waffen benötigt, Sire. Wir haben die Kontrolle über ein Torhaus verloren, my lord. Vorwärts. Und da, meine Schwertkämpfer tun alles, nur nicht kämpfen? Ach, Leute, das ist doch nicht euer Ernst.
Später, wenn ihr mal angreift, werde ich euch sehr verbunden. Kämpfen! Schaut mal, das was... Ihr habt ein Schwert in der Hand. Warum stelle ich die hier unten hin, hier direkt davor, wenn sie nicht angreifen? Das ist so nervig. Sowas regt mich ein bisschen auf. Das ist so dieses... die KI hat irgendwie eigene Vorstellungen von Wegfindung und sowas, die aber alle für den Arsch sind teilweise. Und das ist immer so... Manu, das muss nicht sein eigentlich. Das ist so unnütz eigentlich. Oder es ist so unschön, muss man eher sagen. Die KI kann ohne Probleme die Truppen so steuern, dass sie an meinem Schwertkämpfern vorbeirennen. Aber ich kann das nicht. Wenn ich mal meine Truppen an irgendwelchen gegnerischen Truppen vorbeischicken möchte, dann wird hier sofort an jeder Einheit stehen geblieben und gekämpft. Wie nichts Gutes. So, mein Drachenei ist fertig. Und jetzt... wenigstens etwas greifen wir mal damit an. Ich würde sagen, kann ich damit Einheiten... Was kann ich denn eigentlich mit dem Drachen machen, hm? Was ist denn meine Möglichkeit damit? Unsere Truppen werden angegriffen! Komm nochmal hier hoch. Machst du auch Schaden dabei? Ja, ordentlich. Ich werde dir verbunden, wenn du die weiter angreifst. Hier oben, die da. Uiuiui, der macht gut Damage. Krass. Ordentlich. Machen wir gleich noch einen, würde ich sagen. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Was? Was? Puh, wow, 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 wow. Also die Drachen sind schon ganz geil, aber... mir gehen die Ideen aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil ich schaffe es hier nicht wirklich, eine vernünftige Truppe aufzubauen. Da ich ja immer wieder von denen angegriffen werde. Von den Fliegern, die mir immer wieder die Truppen weghacken. Aufs Schnellste! Ne? Hier jetzt zum Beispiel, wenn ich die jetzt dorthin platziere, werden die definitiv wieder von einem Flieger abgeschossen. Der hier gleich irgendwann sich da mal kurz rüber bewegt. Alter, und schaut euch das hier drüben an. Das ist doch nicht mehr heilig. Generell, die Truppenmenge ist nicht schön, die er hier aufbaut. Ich möchte einmal ganz kurz was versuchen. Komm mal Unsere her. Unsere Werkzeuge sind bereit. Wenn ich hier Platz mache. Stehen zur Verfügung. Ziehen jetzt los. Geh mal nach dort. Hä? Was war das denn gerade für ein Geräusch? Etwas zu tun. Euer Gnaden, ziehen los. Ich will nämlich gerade mal versuchen, das Tor da drüben schon zu zerstören. Schon im Vorfeld sozusagen. Da kein Holz mehr oder was geht? Doch. Dann das, das. Gold benötigt. Gold mehr, das. So, ihr seid dort. Die Mauer wieder. Das könnt ihr nicht tun, my lord. Weil? Das könnt ihr nicht tun, my lord. Was sind denn das für komische blaue Punkte hier? Hä? Wir sind einsatzbereit. My Lord? Zwar, der Plan ist... jetzt schon angegriffen zu werden, war nicht der Plan. Hallo, Leute. Bewegen uns! Brechen auf!
Baumeisterabteilung zieht los. Die Schwestern sind bereit. Schwestern, kämpfen wir! Na, das sind halt keine Bogenschützen. Das sind halt auch nur verkappte Bogenschützen und keine Armbrustschützen. Baumeister zu Diensten. Armbrustschützen machen ja deutlich mehr Schaden an Geländen, an Gebäuden. Es droht Gefahr, my Lord. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Wir beschützen dieses Land. Für alles, woran wir glauben. Woran glaubt ihr denn? Wie der Rabe. Es droht Gefahr, my Lord. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Da sieht die halten richtig was aus. Und jetzt ist die große Frage. Greifen die an? Nein, natürlich nicht. Doch, diesmal funktioniert's. Aber Alter, hacken die in Stücke. Was sind das denn bitte für krasse Viecher, die da angreifen? Wir werden angegriffen! Von einem Drachen. Na, ist ja Knorke. Das wird sicherlich nicht nur ein Drache sein, sondern da wird auch noch mehr kommen. Oder? Da kommen noch die ein paar Flieger. Streitkräfte greifen erneut an. Natürlich, natürlich. Das passt da nicht hin, my Lord. Hallo? Das passt da nicht hin, my Lord. Seht ihr, das sind einfach mal die ganzen Truppen, die hier oben waren, schon mal weggefischt. Waffenschultern. Geil. Ermannt die Brüstung. Alter Finne. Alter Finne. Okay, das wird noch ein sehr, sehr lustiges Ründchen hier werden. Waffen benötigt, Sire. Armbrüste, vorwärts! Meine Schwertkämpfer sind alle weg. Sire, befehligt uns! Bereit! Und hier drüben sammeln sich schon wieder Gibt Truppen. Es Böses dort unten? Fantastisch! Der Feind hat seine Leitern an unsere Welle gelegt. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Unsere Truppen werden angegriffen. Der Himmel gehört. Die da wären eigentlich noch wichtig. Warum auch immer du da stehst, komm mal mit nach da oben. Wir haben die Kontrolle über ein Torhaus verloren, my Lord. Ah, das ist gerade unser kleinstes Problem. Gebt uns unsere Befehle. Ja, wir greifen auch nochmal mit dem Drachen an. Der kann jetzt hier nochmal ein bisschen aufräumen. Da sind noch Gegner. Nicht aufhören. Erst wenn alles tot, dann darfst du aufhören. Da. So, und jetzt fliegst du hier hin. Ja, der Drache ist schon ganz nice, muss man sagen. Unsere Truppen werden angegriffen.
um. Da. Genau, kleiner Drache. Hier, vielleicht kannst du den Burgherrn ja schon mal angreifen. What? Mein Drache ist weg. Stehst du immer noch da? Ja, toll. Na gut. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt in der nächsten Folge weiter an, was wir jetzt noch tun können. Die lief ja mehr so mittelprächtig, muss ich gestehen. Aber das lag auch einfach wirklich daran, dass die krasse Gegner haben. Also, und dass die KI mal wieder ein bisschen nicht mitgespielt hat, aber... Das liegt bestimmt auch viel an mir. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss.